everybody's gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. I am gold. I'm like Chardonnay, get bitter over time. Yeah, you know. Heard you say I'm not the baddest bitch, you lie. It's my fault that I'm out here making loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Die Göttin! Paillettenparty, mega. Was war denn hier los? Ja. Wow, das war der Hammer. Das Swinging Lametta. Cool. Wahnsinn. Die Göttin, eine ganz andere Seite auf einmal, oder? Ja. Yeah. Krass. Aber, also, können wir sagen, keine professionelle Sängerin? Dürfen wir das sagen? Das kannst du gerne sagen. Das würde ich auch sagen. Aber jemand, der nicht bühnenscheu ist, jemand, der schon... Also eigentlich so auf die Bühne so zu kommen, so zu präsentieren, ohne wirklich die stärkste Stimme zu haben, ja, muss man wahnsinnig viel Selbstbewusstsein haben oder viel Erfahrung haben. Hast du einen Namen? Ich habe einen Gedanken. Also, pass mal auf, wisst ihr mal, ich sage euch mal ganz kurz. Ja, halt ihn fest. Halt ihn fest, Ray. Die Zuschauer, als ja, viertes Rateteam-Mitglied. Bitte. Ja? Mhm. Auf Platz 1 bei der Göttin, aktuell Judith Williams. Ja. Ja. Auf Platz 1 beim Roboter Judith Williams. Wow. Das würde, also das wäre geil. So, Judith ist dabei. Das wäre geil. Eins von den Tipps, ja, einer ist wirklich falsch. Aber weißt du, was richtig scheiße ist, wenn wir rausfinden, dass die Kakerlake tatsächlich Judith Williams ist? Ah, Gott, bleib einfach dran, ich sag's dir nachher. Ich krieg gerade den total Föhn, wirklich. Ohne Witz, ich flipp gerade innerlich aus. Man sieht sie aber gar nicht an. Nee, gar nicht. Ich, unter den Pailletten bin ich quasi schon zerstört. Weil wenn du die bist, was ich meine, dann kriegst du richtig Ärger. Alter Schwede, wir haben ja auf diese Norwegenhäuser geachtet und so, aber dann kam plötzlich das Cowboy-Thema. Cowboy-Thema, und ich weiß, dass diese Person, wir kennen uns, wir haben auch gestern gequatscht über Brüste mit Evelyn Weigert, nur mal so. Bitte? Und ich weiß, dass diese Person ein großer Cowboy-Fan ist. Wir haben auch schon Cowboy-Hüte zusammen gekauft. Ich war nicht dabei bei diesem Gespräch. Das hoffe ich sehr. Wow, also ich meine, klar, es ist wahrscheinlich eine Nichtsängerin, aber diese Performance war so krass. Ja. Und du hast das versteckt. Wenn du das wirklich bist, wer ich glaube, dass du... Wer? Wenn du jetzt noch den Namen nennst, Paula Lambert. Das ist Paula Lambert. Guck doch mal
dahin. Das ist Paula Lambert. Die liebe die ganze Zeit. Man muss wählerisch sein. Ich bin für Herzen offen und so aus dem Korsett lösen. Sie ist Body Positivity. Sie hat die Sendung auf Sat.1 gemacht mit und so. Und, boah, glaubst du, dass deine Freunde dich so anlügen kann? Ja. Ich auch. Aber Ray, ich auch. Du hattest einen Gedanken. Du hast ihn hoffentlich festgehalten. Ja, ich habe diesen Gedanken festgehalten und ich habe eine Frage, das würde mir sehr viel helfen. Ich glaube, dass du sehr oft auf die Bühne gestanden hast, vielleicht als Moderatorin. Ich frage einfach, bist du vielleicht Moderatorin oder hast du Galas moderiert oder irgendwas in der Richtung? Die richtigen Worte zu finden, ist meine göttliche Berufung. Dann weiß ich, wer es ist. Ja, bitte. Luke. Das Thema Glück war drin. Mhm. Danke. Diese Kleeblätter. Die richtigen Worte zu finden, ist meine Berufung. Du hast bei Glücksrad immer die Blöcke umgedreht. Du bist Maren Gilzer. Ah. Die richtigen Worte zu finden, ist meine Berufung. Und das ist das einzige Indiz, was darauf hinweist. Aber dann muss es ja stimmen, oder? Dann muss es stimmen. Ganz ehrlich. Ja. Ich hätte einen Gedanken, aber ich glaube halt, wieso ist nicht so. Also das ist lange her. Ich habe auch wieso denn mich gefragt, die Lotto-Show in Deutschland vielleicht für irgendein Kleeblatt. Die Ulla Kock am Ring. Die Ulla Kock am Ring-Show? Danke. Ja. Mike Lockjes. Aussprechen ist nicht, aber es hier oben funktioniert. Ja, aber hier raus kommt alles aus. Aber okay. Aber jetzt haben wir einige Namen. Ulla Kock am Ring, dann haben wir Paula Lambert, dann haben wir Maren Gilzer oder auch, was war dein erster Tipp? Das war mein einziger Tipp. Das war dein einziger Tipp? Ja. Das war der Gedanke, bitte, den du festhalten solltest? Ja, weil die Lotto-Show und der 100.000-Mark-Show und bla bla bla. Okay. Das sind so jemand, der beschert halt Gold am Tisch. Also, habe ich nur gedacht. Gut.